Hallo zusammen, schauen wir uns jetzt die Herleitung von der zweiten binomischen Formel an. Wir kennen die binomische Formel, die zweite a minus b in Klammer zum Quadrat ergibt a Quadrat minus 2ab plus b Quadrat. Wie allerdings kommt man zu dieser Formel, zu diesem Ergebnis? Das ist im Endeffekt ganz einfach. Wir nehmen uns diesen Ausdruck noch einmal her, diese Potenz, dieses Binom, a minus b nennt man ein Binom, das quadriert wird. Wir machen aus der Potenz eine Multiplikation. Das dürfen wir, kurz erklärt, wir können ja auch aus x Quadrat x mal x machen. Das ist ja erlaubt. Das heißt, aus der Potenz machen wir eine Multiplikation und das brauchen wir für die Herleitung. Das heißt, wir machen aus dem Ausdruck a minus b zum Quadrat den Ausdruck a minus b mal a minus b und haben somit eine Multiplikation Binom mal Binom. Müssen jeden Ausdruck aus der ersten Klammer mit jedem Ausdruck aus der zweiten Klammer multiplizieren. Schauen wir uns das an. Wir multiplizieren beide Ausdrücke aus der ersten Klammer einmal mit a. A mal a ergibt uns ja a Quadrat, ist ganz klar. A mal minus b ergibt minus ba. Minus ba. Hier hast du ein Plus stehen. Hier steht ein Minus. Plus mal Minus ergibt Minus. Minus ba. Okay? Nun multiplizieren wir beide Ausdrücke aus der ersten Klammer mit minus b. Das heißt, a mal minus b ergibt minus ab. Okay? Und dann haben wir noch stehen minus b mal minus b. Minus mal minus ergibt aber plus. Somit steht hier plus. Und b mal b ergibt b Quadrat. Sind wir schon fast fertig? Wir schreiben noch ein wenig um und machen hier a Quadrat lassen wir gleich. Und aus dem Ausdruck ba machen wir den Ausdruck ab. Wir dürfen bei der Multiplikation beide Faktoren vertauschen. Kleines Anwendungsbeispiel, ob du rechnest 2 mal 8. Oder 8 mal 2 ergibt immer 16. Das Ergebnis bleibt gleich, wenn du bei der Multiplikation beide Faktoren miteinander vertauscht. Das heißt, ob hier BA steht oder ob hier AB steht, ist egal, das können wir umschreiben. Okay? Sonst lassen wir alles gleich, das AB lassen wir gleich und hinten B Quadrat lassen wir auch stehen. Und du erkennst hier jetzt schon, du kannst diese beiden Ausdrücke in der Mitte zusammenfassen. Somit bleibt stehen a Quadrat ganz links und aus minus ab werden minus 2ab, ganz einfach. Minus 2ab. Okay? Plus b Quadrat, den Ausdruck hinten lassen wir wieder gleich. Und wir haben unsere zweite binomische Formel schon hergeleitet, indem wir ganz einfach aus der Potenz eine Multiplikation gemacht haben, ausgerechnet jedes mit jedem ein wenig umgeschrieben, zusammengefasst und haben unsere Formel, unsere zweite binomische Formel ermittelt. Alles klar?